Die NOCH-Perfect-Sets ermöglichen es, ein Modelllandschaftsbauprojekt mit den dafür notwendigen Produkten zu beginnen. In diesem Video zeigen wir, wie Sie mit dem Perfect-Set C Ihr eigenes kleines Gewässer gestalten können. Das Set enthält drei original NOCH-Produkte, mit denen Ihnen die Gestaltung eines Sees gelingt. Waterdrops Color für das Erstellen von Gewässern in einer gewünschten Farbvariante, Grasbüschel für die Ausgestaltung des Gewässerufers sowie Wellen und Wogen, um Wasserbewegungen auf dem See zu modellieren. Für die Anwendung dieses Sets haben wir ein bereits begrastes Diorama gestaltet, auf dem wir unseren See erstellen möchten. In der Mitte haben wir eine kleine Fläche mit Acrylfarbe farblich vorbereitet. Die Tiefenwirkung des Gewässers wird durch diese Farben zusätzlich noch verstärkt. Für das Gewässer verwenden wir als erstes die im Set enthaltenen NOCH Waterdrops Color. Die Verpackung enthält drei Beutel mit verschiedenen Colordrops in den Farben Blau, Grün und Braun sowie ein Beutel transparente Drops und eine Tube Weichmacher. Zur Verarbeitung der Waterdrops legen wir uns einen Schutzhandschuh sowie einen metallischen Gegenstand zum Umrühren zurecht. Um die Drops erhitzen und optisch kontrollieren zu können, benutzen wir ein hitzebeständiges Gefäß aus Glas. In unserem Beispiel verwenden wir hierfür eine Mensur aus Borosilikatglas. Die Drops werden einfach in den Behälter gefüllt und die komplette Tube Weichmacher wird dazugegeben. Danach wird das Behältnis mit den Waterdrops ca. eine Stunde im Backofen erhitzt. Währenddessen bereiten wir eine Mischung aus den verschiedenen Colordrops vor. Je nach gewünschtem Farbeindruck, den das Gewässer später haben soll, werden diese in einem passenden Verhältnis vorgemischt. Falls Sie zum ersten Mal Colordrops verarbeiten, ist es ratsam, diese zunächst sparsam zu verwenden und eventuell die erhitzte Flüssigkeit nachzufärben. In die gut erhitzten Waterdrops streuen wir im nächsten Schritt die vorbereitete Farbmischung unter ständigem Rühren ein. Die Masse kann auch mehrfach im Backofen erhitzt werden, bis eine gut gießbare Viskosität erreicht ist und keine Schlieren mehr zu sehen sind. Es ist wichtig, dass die Flüssigkeit im Behältnis sehr sorgfältig verrührt wird, da ansonsten die Oberfläche des Sees klebrig bleibt. Jetzt können wir die Flüssigkeit auf die vorgefärbte Vertiefung geben. Dabei ist darauf zu achten, dass die geschmolzenen Waterdrops gleichmäßig eingegossen werden. Bevor der See jetzt ausgestaltet werden kann, müssen die Waterdrops eine Weile aushärten. Den Uferbereich des ausgehärteten Gewässers dekorieren wir mit den im Set enthaltenen Grasbüscheln. Diese werden ganz einfach mit Hilfe einer Pinzette und etwas Heißkleber aufgeklebt. Als abschließenden Schritt benutzen wir das Produkt Wellen und Wogen. Mit dieser Masse modellieren wir nun die Wasserbewegungen auf unserem See. Mit einem geeigneten Werkzeug kann der Wellengang gestaltet werden. Wir tragen dazu einfach etwas von dem Gel auf, verteilen es gleichmäßig und gestalten die gewünschte Wellenstruktur. Dabei arbeiten wir mehrmals die Wellen nach. Nach einer längeren Trocknungszeit härten die Wellen und Wogen dann transparent aus. Anschließend kann der See und das Diorama noch mit weiteren Details und Produkten aus dem NOCH-Sortiment ausgestaltet werden.